Er sollte Europas modernster Flughafen werden. Stattdessen wurde er beinahe zu Europas erster Flughafenruine und machte seine Bauherren zum Gespött der Welt. Der Bau verschlang mehr als 7 Milliarden Euro, ruinierte Politikerkarrieren und geht nun mit 9-jähriger Verspätung 2020 an den Start. Sprechen will heute kaum noch einer der Verantwortlichen über das Debakel BER. Was lief schief auf der Flughafenbaustelle vor den Toren Berlins? Der so exakt geplant wird, wo Regierungen von drei wichtigen Institutionen dieses Landes, zwei Länder und der Bund, mit den besten Leuten, die sie haben, nicht klarkommen. Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg, Willy Brandt. Kein guter Tag für die Bürgerinnen und Bürger unserer beiden Länder und der vielen Besucherinnen und Besucher unserer Region. Man nimmt doch immer die besten Leute, die man hat, um solche wichtigen Dinge über die Bühne zu bringen. Und das ist hier scheinbar genau das Gegenteil passiert. Was uns gestern Abend und gestern Nacht erreicht hat, war mehr als eine böse Überraschung. Ich habe ja auch bis zum Schluss an den Eröffnungstermin geglaubt. Ich habe viele Wetten verloren, ich habe auch hinterher noch mal gewettet, aber jetzt würde ich nie wieder wetten auf einen Eröffnungstermin oder so. Dieser Spatenstich ist unvergessen. Das war ein Zeichen in die Welt, ein Zeichen in die Bundesrepublik, ein Zeichen nach Europa. Wir verwirklichen das größte Infrastrukturprojekt in der Bundesrepublik. Das waren die 6 Limousinen, die Schwarzen, die da kamen. Der Bund war ja vertreten durch Staatssekretäre. Auch unser Bundesverkehrsminister, damals Herr Tiefensee, war ja mit dabei. Das gab unseren Landesvater, der Glatzek, und Herr Medon, der damals Bahnchef war, Herr Weyer als Geschäftsführer für Technik und Professor Schwarz, Flughafenchef. Und Wovereit war natürlich als regierender Bürgermeister von Berlin auch dabei. Und alle eigentlich, die da waren, haben wirklich begeistert an diesem Empfang teilgenommen und an diesem Spatenstich. Der Bürgermeister von Schönefeld war nicht dabei. Das war Novum. Dann stelle ich mich mal vielleicht vor. Mein Name ist Udo Haase. Ich bin seit 1990 Bürgermeister. In dem Fall war ich für den Spatenstich nicht vorgesehen. Denn ich wollte es eigentlich allgemein sagen. Ein Bürgermeister ist in der Regel immer dabei. Außer beim Flughafen. Aber das hat man mir dann auch erklärt. Und hat gesagt, ja, das hat eine besondere Bedeutung, das ist eine andere Ebene, das ist ja Land und Bund. Und da würde das eben nicht so passend sein, wenn du als Bürgermeister da mit deinem Spaten noch mitmachst. Muss man dann akzeptieren, man versteht das ja. Aber ich habe damals schon so ein bisschen geungt und habe gesagt, na, wenn das mal kein Unglück bringt, der 7. Spatenstich fehlt. Das war er. Dieser Spaten hat genau an dem Tag, ein paar Minuten später natürlich auch diesen Spatenstich vollzogen. Aber das war mehr so ein Nachholen des Ganzen. Und da
habe ich damals auch Spaß mehr gesagt, wenn das mal gut geht. Da konnte ich natürlich nicht ahnen, dass das alles so schwierig sein wird und so kompliziert mit dieser ganzen Bauarie von diesem Flughafen. Aber es war kein gutes Omen. Schönsten lacht hier unser Tiefensee. Das ist auch der größte mit Abstand. Ja, ich bin Wolfgang Tiefensee und war zur damaligen Zeit an jenem legendären Septembertag 2006 Bundesverkehrsminister. Jetzt bin ich in Thüringen verantwortlich für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft als Minister im Kabinett Ramelow. Und ich weiß auch, dass wir mit Euphorie rangegangen sind und haben gesagt, das Projekt, das stemmen wir. Und Hartmut war der Kleinste von allen. Hartmut Medon. Ja, mein Name ist Hartmut Medon. Ich glaube, das ist ja allgemein bekannt. Ich war in der Zeit, als der Spatenstich für den Flughafen BBI, damals hieß er ja noch, stattgefunden habe, war ich Bahnchef, schon seit 7 Jahren. Und wenn Sie so wollen, auch ein Stückchen mit Bauherr des Flughafens. Es ist schlimm, wenn man dann erfährt, dass dieses Projekt aus dem Ruder läuft. Dass sowohl die Kosten nicht mehr einzuhalten sind, als auch die Zeitpläne. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Und wenn man dann erfährt, was eigentlich im Hintergrund gelaufen ist, was die Ursachen sind, dann muss man schon sagen, ist Deutschland nicht in der Lage, ein solches Projekt zu stemmen. Es ist so, dass jedes Großprojekt, der Erfolg von jedem Großprojekt wird den ersten 5% seiner Zeitachse entschieden. Was da vorne falsch läuft, kriegen sie hinten nie wieder repariert. Wir haben ja 90 schon angefangen und 91 mit den Flughafenleuten das erste Mal über einen Bau eines Großflughafens zu sprechen. Und ja, damals war die Frage völlig offen. Wo geht der Flughafen hin und welcher Standort ist am geeignetsten? Und da haben wir dann einen Rundflug gemacht. Wir haben uns Jüterbock, Sperenberg und Schönefeld alles aus der Luft angeschaut. Und ich war immer derjenige, der von Anbeginn für Schönefeld war. Der Flughafen ist ja schon da. Wir wollten etwas ganz anderes. Wir wollten, dass man den großen Flughafen für Berlin in Leipzig etabliert. Da war sogar mal im Gespräch, eine Transrapid-Strecke von der Innenstadt Berlins nach Leipzig-Schkeuditz zu legen. Und wir haben heftig dafür gekämpft. Man hätte natürlich viel lieber Sperenberg gehabt oder Jüterbock oder einen anderen Standort in Brandenburg als diesen Schönefelder. Weil man wusste natürlich damals schon, dass es kompliziert wird, was den Lärm anbelangt. Und auch die dichte Besiedlung um den Flughafen herum. Er würde Schaden von der Bevölkerung abfinden. Ich habe den Eindruck, hier wird in diesem Verfahren die Fortsetzung der DDR betrieben. Dass man heute quasi, wenn man ein öffentliches Projekt angeht, dass man erst die Bürger einlädt, sich das anzugucken, dass man das diskutiert, dass man Pros und Cons, dass man die Leute, die da eine Meinung haben, auch ernst nimmt und nicht nur ja sagt und weiter da langläuft, dass man die ernst nimmt und auch wirklich gezielt mit einbindet. Das ist, ich sag mal, die neue Zeit, die wir eben haben. Und die großen Projekte, die eben das nicht hatten, die tun sich dann schwer. Denn nichts ist länger, schwieriger und umständlicher in Deutschland als Planung. Wir hatten dort einen Friedhof, der musste umgebettet werden. Wir hatten dort Betriebe, wir hatten dort 350 Menschen, die da wohnten.
Moorfrösche und Knoblauchkröten müssen umgesiedelt werden. Das sind ja alles Jahre, die man braucht, um solche Verfahren durchzuführen. Da, wo heute das Hauptterminal ist, da lag früher mal die Gemeinde Diepensee. Als ich dann 2005 gefragt wurde im Oktober, ob ich Verkehrsminister im Bund werden will, dann war eine der Bedingungen von Matthias Platzek und Franz Müntefering, also pass mal auf, lieber Wolfgang, die Geschichte mit Leipzig, die lässt du jetzt augenblicklich fallen und kämpfst für Schönefeld. So war meine erste Berührung mit diesem Projekt Großflughafen Berlin. Der Bund hat sich widerwillig damit reinziehen lassen, weil Berlin und Brandenburg die Finanzierung nicht zusammenbekommen hätten. Aber sie haben natürlich keine richtige Rolle da gespielt und Berlin und Brandenburg, die waren sich nicht so richtig grün. Und also das war auf der Gesellschafterseite auch ein bisschen problematisch, die Wechsel nachher zwischen Bobehalt und Platzek und wieder zurück. Und der Tatbestand, dass der Berliner Bürgermeister Vorsitzender im Aufsichtsrat war, hat aus dieser Flughafen eigentlich ein politisches Programm gemacht. Jetzt hier als Redner auf der Bühne ist der Mann, der quasi der Hausherr des Umlandes ist, nämlich der Ministerpräsident und Landesvater des Landes Brandenburg. Bitte auch Sie um Ihr Grußwort. Lieber Klaus Wowereit, lieber Wolfgang Tiefensee, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste aus nah und fern. Sie sehen mir nach, ich bin seit 15 Jahren in der Arbeit an diesem Projekt mit drin, dass ich heute einfach froh, und zwar sehr froh und dankbar bin. Herr Platzek ist ein Mensch, der wirklich sehr um die Harmonie mit anderen bemüht war und auch immer für ein gutes Miteinander eingetreten ist. Das zeichnet ihn aus. Bürgermeister Haase, viele kennen ihn ja, der stieg auf das Dach seines Rathauses und hat von dem Rathausdach aus beschrieben, wie er sich die Entwicklung der nächsten Jahre und Jahrzehnte vorstellen kann. Und wie er sie sich überhaupt vorstellt. Und da konnte man sehen, dass Brandenburger wahre Emotionsbündel sind. Und genauso wie Bürgermeister Haase die Entwicklung sieht, sehe ich sie auch. Und Wowereit war ein glühender Verfechter des Flughafens Schönefeld. Herzlich willkommen all diejenigen, die immer skeptisch waren, sich hoffentlich haben jetzt schon überzeugen lassen. Und für die wenigen, die es immer noch nicht glauben, dass es richtig ist, dass der BBI hier in Schönefeld gebaut wird, werden wir noch daran arbeiten, bis zur Fertigstellung am 1. November 2011, dass Sie auch Ihre Skepsis verlieren. Und Wowereit war auch derjenige, der da immer mit viel Spaß und mit tollen Worten und Reden da ranging. Der hat immer für viel Heiterkeit gesorgt. Der hat auch tolle Ideen gehabt, das muss man einfach sagen. Aber er hat sich eben auch völlig verschätzt, was die Kompliziertheit dieses Vorhabens anbelangt oder auch die Tragweite, die bestimmte seiner Entscheidungen haben. Eine schwierige Entscheidung war ja, dass man sich entschieden hat, einen Generalunternehmer auszuschließen und eher die Lose einzeln zu vergeben. Wir hatten ja damals mit der IVG und Hochtief bereits Gespräche geführt, dass dieser Flughafen privat errichtet werden soll. Und dann gab es jemand, der sagt, wir müssen die Sache steuern. Das heißt, da muss noch ein Gremium geschaffen werden, welches alles koordiniert, steuert und leitet. Und das sind 900 Millionen. Die müssen wir noch dazu rechnen. Und dann kamen Herr Platzek und Herr Wowereit, die gesagt haben, pass mal auf, das können wir selbst. Und wir werden zeigen, dass wir als kommunale Vertreter diesen Flughafen selbst bauen können mit vielen kleinen Brandenburger und Berliner Firmen. Und
das war am Anfang schon umstritten, soweit ich mich erinnere. Mein Staatssekretär, der jetzt Flughafenchef ist, hat damals schon intensiv mitdiskutiert. Man hat sich aber seitens der Hauptgesellschafter so entschieden. Und so war das schon ein schwieriger Start. Insofern die Frage, wird das gut gehen? Die Brandenburger Landesregierung hat schon dafür gesorgt, dass möglichst kleinteilig vergeben wird. Kleinteilig, damit Handwerker sich bewerben können oder mittelständische kleine Unternehmen aus der Region, dass da nicht nur große Konzerne da den Hammer schwingen, sondern auch viele kleine. Aber wenn Sie viele kleine Unternehmen darum wieseln lassen, dann brauchen Sie eine starke Hand, die die kontrolliert. Was machen die? Ist das die Qualität? Sind die pünktlich? Und so weiter und so weiter. Und diese Fähigkeit war nicht da. Die hatte keiner. Die haben alle ihren Job gemacht. Aber so richtig die Transparenz, was die da alle gemacht haben, hatte man nicht. Ja, ist gut so, Dieter. Oder? Noch ein bisschen nach links, Dieter. Ein bisschen nach links. Ja, gut. Ja, ein bisschen zurück noch. Das hast du gut gemacht. Na, Hochtief hätte das gekonnt, ist gar keine Frage. Hochtief hatte die Kapazitäten, hatte die Kompetenz. Und Hochtief hätten wir das machen lassen sollen. Wenn Hochtief das gemacht hätte, wäre der Flughafen pünktlich fertig gewesen, behaupte ich. Für uns bleibt genauso wie für die Berliner und wie für den Bund dieses Projekt BBI, Berlin-Brandenburg International, ein Schlüsselprojekt. Dass wir uns manches anders vorgestellt hätten, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und trotzdem sage ich genauso wie Klaus Wowereit, es wird BBI geben. Und da begann eigentlich zum ersten Mal ein Punkt, wo man sagen muss, hier war vielleicht doch nicht eine richtige Entscheidung getroffen worden. Denn es ist ja ganz klar, wenn man keine klare Führung hat für so viele Betriebe, dann ist es sehr schwer, ein so großartiges Großprojekt dann auch zu vollenden und überhaupt zu realisieren. Also ich glaube, wenn Herr Weyer da geblieben wäre, dann wäre vielleicht einiges anders geworden. Herr Weyer war ein Geschäftsführer für Technik. Dieser einen Seite, da das ganze riesengroße Paket von den Kollegen. Wobei Herr Weyer guckt schon so ein bisschen kritisch, aber nur ein ganz kleines bisschen. Aber er war derjenige, der von Anfang an wusste, wie man so einen Großflughafen auch bauen und fertig kriegen kann. Ich denke, auch Herr Weyer war derjenige, der offen gesagt hat, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Und in der Politik sind Menschen, die so offen sind und Dinge bemängeln und auch mal offen auf den Tisch legen und sagen, so und so geht's nicht. Die sind dann sicherlich nicht so beliebt wie andere, die dann immer dem nachgeben und anderen zum Munde reden. Und da war Herr Weyer eben durch seine Erfahrung auch bei Hochtief und auch seine Erfahrung als Techniker. Und er beweist ja bis heute in München, die bauen jetzt ja schon wieder ein Terminal, dass er die Sachen beherrscht. Und dann ist er ja leider irgendwann gegangen. Und dann kam ja Herr Körtke. Ja, was Sie sehen auf dieser Seite, die Entwicklungsstufen, die wir jetzt im BBI-Bereich gemacht haben. Insofern wird sich diese Ansicht etwas verändern in den nächsten Monaten. Genießen Sie es noch, Sie können jetzt direkt auf das Terminal schauen. Aber alle diese Gebäude werden 10 Meter tiefer sein als das Terminaldach, sodass sich das also entsprechend abhebt.
Wir haben ja im letzten Herbst die letzte Brücke von 28 Brücken hier auf dem Gelände gebaut. Ich glaube, das wäre besser gewesen, wenn Herr Körtgen als neuer Geschäftsführer für Technik sich ein Feldbett genommen hätte und von morgens bis abends auf dem Bau gewesen wäre, hätte da gleich geschlafen und wäre am frühen Morgen des nächsten Tages wieder da gewesen. Aber er ist eben lieber nach Hause gefahren, hat seine Promotion da zu Ende gebracht. Er hat ja neben dieser Aufgabe noch eine Promotion geschrieben. Also das ist schon bemerkenswert, ja. Und das ist eigentlich eine Sache, die nicht geht. Wenn man so eine Verantwortung hat, kann man nicht nebenbei, denke ich mal, noch so eine wissenschaftliche Arbeit nebenbei schreiben über Großprojekte, wie man die erfolgreich an den Start bringt. Der Flughafen wird Mitte nächsten Jahres eröffnet. Und ich glaube, heute ist eindrucksvoll bewiesen worden, dass das auch erreichbar ist. Und wenn man nicht wüsste, dass hier noch gebaut wird, kann man fast vermuten, er ist schon in Betrieb. Aber das ist nicht der Fall. Aber wir werden jetzt die 15 Monate noch intensiv nutzen, um das auch zum Erfolg zu führen. Wie hat mal einer gesagt, hätte, hätte Fahrradkette. Ja klar, man hätte vieles anders machen können. Man hätte den Flughafen schon fertig haben können. Hätte, aber hat nicht. Man kann immer viel erzählen, entscheidend ist, was man macht. BBI, Berlin-Brandenburg International, war nur der Arbeitsname. BBI wird verschwinden und der sogenannte Drei-Letter-Code, die Identität des Flughafens, wird BER sein, also die ersten drei Buchstaben des Hauptstadtnamens. Das gibt es übrigens weltweit nur ganz selten. Die Sache mit der BBI-Geschichte war ja auch so eine schöne, kuriose Sache. Wir haben uns damals, ja, BBI war ja in aller Munde und BBI sollte das werden. Aber es gibt ja immer diesen Drei-Letter-Code. Und da passte wohl BBI gar nicht rein, weil irgendein indischer kleiner Flughafen hat diesen Drei-Letter-Code mit BBI. Bürgermeister von Schönefeld, dafür muss Zeit sein. Ich wundere mich, dass der Schönefelder Bürgermeister Zeit für diesen Termin hat. Ich dachte, da wird den ganzen Tag im Rathaus Geld umgeschaufelt. Und da muss der Bürgermeister ran, aber die halbe Stunde konnte er mal erübrigen. Meine Damen und Herren, es liegt ja hier in der Mark Brandenburg genetisch bedingt, wenn man ein großes Projekt vorhat, immer der Spruch in der Luft, das wird ja sowieso nichts. Dafür können wir nichts, das ist angeboren. Und wir beweisen aber ab und zu, dass es dann am Ende anders ausgeht. Ich möchte mich an dieser Stelle als Aufsichtsratsvorsitzender der Flughäfen bedanken bei all denjenigen, die mitgemacht haben, die an diesen Flughafen geglaubt haben und die mit aller Kraft daran gearbeitet haben, dass das geschehen kann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, na, da kann man auch mal klatschen. Ich habe noch ein bisschen zu wenig Sekt heute. Irgendwie ist die Richtfestgemeinde hier noch ein bisschen steif. Ja.
warten wir mal noch ab. Also wir wollen mal ehrlich sein. Wir warten mal so ein bisschen ab und dann gucken. Aber ich denke, das wird alles wunderbar. Ich sage, willkommen im Leben, willkommen im Stahnsdorf, willkommen Matthias Platte. Meine Damen und Herren, dass man sich genau anschaut, dass man genau sich anschaut. Dass man sich genau anschaut. Ob die Startbahn in voller Länge genutzt werden muss oder nicht. Dass man sich genau anschaut, ob unabhängiger Parallelstart wirklich für die ganze Betriebszeit möglich ist oder am Ende nur in einer Stunde der Flugbetriebe. Es gibt ja auch tausende Menschen, die durch den Flughafen negativ beeinflusst werden. Und dass die nun nicht alle Beifall klatschen, ist uns doch klar. Und dass da der eine oder andere ist, der auch jegliche Möglichkeiten ausschöpft, um diesem Flughafen ein Bein zu stellen, ist doch auch klar. Wir wollen in unsere Demokratie und da haben wir ein paar Nachteile. Ein Nachteil davon ist, dass wir halt ausgeprägtes Bürgerverhalten haben, die da überall mitreden und Ausschüsse gründen und Gerichte bemühen und so weiter und so weiter. Das bremst Großvorhaben, ist gar keine Frage. Aber wir müssen lernen, auch mit dieser Situation umzugehen. Flughafen war ja ein bisschen als Sparversion geplant. Und eigentlich kommt man sicherlich noch drauf, ein bisschen klein, zumindest in der Planung. Und es war dann schon auch so ein bisschen, dass wir da kämpfen mussten, dass der Bahnhof da drunter kommt. Und so kam das auch, dass die Bahn den bezahlt hat, geplant hat, bezahlt hat und auch, ja, auch betreibt, ist klar. Und Herr Medorn hat es mit seinen Bahnleuten wirklich geschafft, die Bahn zu dem ursprünglich geplanten Eröffnungstermin an den Start zu bringen. Wir haben einen Terminplan gehabt. Da haben wir gesagt, den haben wir eingehalten. Wir haben da ja auch relativ viel Know-how und Erfahrung einsetzen können. Wir wissen, dass wir zeitgleich den Berliner Hauptbahnhof gebaut haben. Und viel von dem Know-how, was wir da hatten und auch gute Leute, die haben wir damit auch da drüben mit angesetzt, dass das also problemlos gehen konnte. Ich kann mich erinnern, wir sind mit der Bahn vom Hauptbahnhof bis zum Terminal Bahnhof an dem Tag gefahren, wo die Eröffnung des Flughafens sein sollte. Das war 2:11. Alle neun.
2011 sollte ja die Eröffnung sein. Ich wollte die Eröffnung machen und in den Ruhestand gehen. Hätte ich ja gekonnt. So. Aber es kam anders. Das wurde verschoben. Da habe ich gesagt, na gut, dann trittst du noch mal an. Also habe ich noch mal eine Wahl gemacht und bin angetreten und habe dann gedacht, Mensch, 8 Jahre hast du Zeit. In den 8 Jahren, da schaffst du es ja 100%, dass du das miterlebst als Bürgermeister. Ich habe mich dann schon gefreut, als ich die Wahl gewonnen hatte. Habe ich gedacht, oh, prima. 8 Jahre machst du ja locker, dann kannst du den Bandschnitt mitmachen zur Eröffnung. Ja, nun sind die 8 Jahre fast um und ist nichts mit Bandschnitt in der Zeit. Also, ich habe in meiner Eigenschaft als Bahnchef eine Verbindung zum Flughafen gehabt. Ich habe natürlich auch eine gehabt als Bürger der Stadt Berlin. Da haben natürlich alle eine Meinung gehabt. Und wenn Sie so wollen, habe ich noch eine dritte Beziehung gehabt. Ich war ja jetzt übergangsmäßig Chef 2 Jahre lang der Air Berlin. Und dann war Herr Medorn Chef der Air Berlin. Da waren wir als Kunden und waren eigentlich bereit, damals nach Schönefeld umzuziehen. Wir haben ja den ganzen Südflügel für Air Berlin ausgebaut und wir waren noch 3 Wochen, bevor der Eröffnungstermin laufen sollte, waren wir dort am Flughafen mit dem ganzen Air Berlin-Vorstand und da haben wir noch den Eindruck mitnehmen können, dass der Flughafen eröffnet wird. Der Flughafen stand kurz vor der Eröffnung und die Flughafengesellschaft suchte Flughafentester. Also Personen, die dann da mit dem Gepäck schon mal testeten, ob die Bänder funktionieren, ob die Abfertigung funktioniert. Und meine Frau hatte sich gemeldet, weil wir 3 Monate später mit dem Flieger in die Mongolei wollten. Die war dort, kam wieder zurück, hat gesagt, der Flughafen wird nicht eröffnet. Da funktioniert ja gar nichts. Die Bänder funktionieren nicht, die Treppen gehen nicht und das und jenes. Also nichts funktionierte. Da habe ich gesagt, du spinnst. Ich habe Informationen aus erster Hand. Ich spreche ja nicht ständig mit Herrn Körtgen und mit Herrn Schwarz. Ich höre ganz anders. Und die gehen an den Start. Und Herr Kunkel, damals Pressesprecher, der hat ja gesagt, da wird ein bisschen zusammengefegt und Ordnung gemacht und dann können wir eröffnen. Ich sage, was du hier erzählst. Also. Und da haben wir uns dann mal so ein bisschen gekabbelt. Aber letztendlich musste ich ja sehen, meine Frau hatte recht. Danke schön. Danke. Schönen Flug. Danke. Also nur so viel zu den Informationen. Wir haben andere Dinge gehört von Körtgen und Schwarz, weil wir auch ständig in Konferenzen und auf Meetings waren mit denen, als wie sie in der Wirklichkeit sich denjenigen darstellten, die auf dem Terminal oder im Terminal
letztendlich die Sachen erlebt haben. Naja, man hat den wahren Zustand einfach ignoriert. Man hat sich dort eingeredet, man kann das alles machen. Ja. Einmal Sprengler verändern in der Lage, einmal die beiden Kabelbahnhalterungen. Müssen wir fotografieren und dann halt die Kollision vermeiden. Hier müssen wir auch einmal eine Änderungskollision machen wegen den Sprengler, der vor unserem Lüftungskanal liegt. Ändern. Diese Kabelbahn. Bitte knipsen, Kollisionsmeldung. Und dann geht das in Gang. Wir haben uns gewundert, ja, im Bauchgefühl, aber nicht so, dass man jetzt gesagt hätte, die müssen verschieben. Und wir haben da regelmäßig einen Jour-Fix gemacht mit dem Management vom BR, mit dem Flughafen. Wir waren dann drüben, sind durch die Baustelle gegangen, haben kritische Fragen gestellt, haben uns gewundert, aber uns wurde gesagt, das schaffen wir. Bis zu dem Zeitpunkt war nicht absehbar, dass es Schwierigkeiten gibt. Das ist, glaube ich, die Krux gewesen, dass der Aufsichtsrat nicht genügend informiert worden ist über die Schwierigkeiten. Man hat eher den Mantel des Schweigens darüber gedeckt, hat gedacht, das kriegen wir schon irgendwie hin. Beispielsweise die Frage, dass man Brandschutzwächter an die Türen stellt, um den Eröffnungstermin zu halten. All diese Dinge sind ja erst kurz vor dem geplanten Eröffnungstermin offensichtlich geworden. Und das ist schon heftig. Ich weiß, mich rief die Bild-Zeitung an. Die riefen so um 9 oder um 9:30 an und wollten wissen, was ich sage, dass der Flughafen nicht eröffnet. Ich sage, sagen Sie mal, spinnen Sie? Ich dachte, die Bild-Zeitung, die schon wieder mit ihren Enten. Das stimmt doch sowieso nicht. Nein, sagt er, das ist so. Weil ich wusste ja, am Freitag hatte Herr Schwarz gerade den Medorn versprochen, natürlich eröffnen wir. So, und ich sage, die Bild-Zeitung. Ich sage, doch, sagt er, gehen Sie rüber, da ist jetzt eine Pressekonferenz. Ich sage, das glaube ich nicht. Na, er sagte, wir fahren jetzt hin. Das ist gut. Dann bin ich runter, habe mich ins Auto gesetzt, bin rübergefahren. Und richtig, war eine Pressekonferenz. Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg, Willy Brandt. Kein guter Tag für die Bürgerinnen und Bürger unserer beiden Länder und der vielen Besucherinnen und Besucher unserer Region. Was uns gestern Abend und gestern Nacht erreicht hat, war mehr als eine böse Überraschung. Mich gleich dahin gesetzt und dann sah ich die betroffenen Gesichter von Platzek und von Wovereit, von Schwarz, Körtgen und Kunkel, die da alle auf der Bühne saßen. Tja, dann kam diese furchtbare Meldung, dass die Eröffnung nicht stattfindet. Ich verhehle auch nicht, dass ich stocksauer bin, insbesondere was Fragen der Früherkennung des Projektmanagements angeht, weil so eine Überraschung darf eigentlich nicht kurz vorher noch passieren. Das war schon unfassbar. Also in dem Moment habe ich gedacht, naja, gut, das ist ja unglaublich, aber naja, dann machen sie ein paar Monate später auf. Naja, dass das ein paar Jahre wären oder fast 10 Jahre wären, das hätte ich mir nie vorstellen können. 2011, Verschiebung auf 2012, okay, kann passieren. Aber die Gründe, die dann zur Nichteröffnung 2012 geführt haben, die sind ja eigentlich katastrophal.
Jeder Tag, der später eröffnet wird, kostet natürlich auch Geld. Deshalb haben wir ein großes Interesse daran, dass der Flughafen so schnell wie möglich fertig wird. Aber realistischerweise wird das nicht vor Ende der Sommerferien sein und eher dann in der zweiten Augusthälfte. Genauen Termin werden wir in den nächsten Tagen bekannt geben. Allen ist klar, noch eine Verschiebung darf es nicht geben. Das nächste Datum, was wir jetzt nehmen, das muss stimmen. Es ist aus dem Ruder gelaufen aufgrund der Entrauchung und der Brandschutzanlage. Die sieht ja der normale Mensch gar nicht. Wir haben uns ein bisschen gewundert, dass der Rauch, der uns oben brennt, nach unten im Keller gepumpt wurde und dann neben dem Flughafen irgendwo aus der Erde kam. Wenn man offenbaren muss, das gesamte Brandschutzkonzept funktioniert technisch nicht. Wir können den Flughafen eigentlich nur auf die Art und Weise eröffnen, dass wir da Menschen hinstellen, die im Falle eines Brandes die entsprechenden Vorkehrungen und Maßnahmen einleiten. Das geht überhaupt nicht. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Und das so kurz vor dem eigentlich geplanten Eröffnungstermin. Und das habe ich von der Ferne beobachtet, wie gesagt, nicht mehr im operativen Geschäft, beziehungsweise als Bundesverkehrsminister tätig. Unglaublich, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und das hat sich ja fortgesetzt mit den weiteren anvisierten Terminen, dass man immer wieder eigentlich Farbe bekennen musste, eigentlich offenbaren musste, wir schaffen es nicht. Schönen guten Morgen. Chef, ja. Ist das wirklich? Oh, hallo. Ja, herzlich willkommen zum ersten Start auf BER. Ja. Da war dann die Feier auf dem Flughafen, wo dann auch mit Buden und so alles aufgebaut war, wo dann ja eigentlich gedacht haben, wir feiern die Eröffnung. Aber das war ja dann alles anders. Und das war eine sehr traurige Feier. Auch das Wetter war nicht besonders. Das war dem Anlass damals angemessen. Sie können selber auch sehen, wie weit der Flughafen schon ist. Und das ist ein grandioses Werk. Und ich glaube, ja, das ist ein grandioses Werk. Was fehlt denn noch konkret? Sie sagen, vieles ist schon toll, aber was fehlt noch? Am Ende des Tages fehlt eine funktionierende Brandschutzanlage. Und ohne eine Brandschutzanlage können Sie ein solches Terminal nicht in Betrieb nehmen. Und nochmal danke, dass Sie heute da sind. Wenn Sie euch reißt, dann kommen wir alle ran. Sie werden auch, wenn Sie jetzt durch den Terminal gehen, nicht erkennen, ob die Brandschutzanlage abnahmefähig ist oder nicht. Es war von Anfang an klar gewesen, haben wir auch immer gesagt, dass das ein ambitionierter Zeitplan ist. Es war auch immer klar gewesen, dass wir mit dem Brandschutz an der kritischen Grenze entlang gesegelt sind. Aber wir hatten bis zum Schluss gedacht, dass wir es schaffen. Ich sag mal, wenn Sie jetzt mit einem Flughafenchef, so wie wir jetzt hier vis-à-vis sitzen und der erzählt Ihnen, und sein Technikchef sitzt daneben, erzählt Ihnen, also das ist alles nicht so schlimm, das kriegen wir hin, selbstverständlich, die Treppe, das wird gemacht und bis zur Eröffnung ist überhaupt kein Problem. Ja, den glauben Sie doch das. Ich meine, der muss sich doch klar sein, dass er, wenn er solche Dinge erzählt, eine gewisse Glaubwürdigkeit auch da sein muss. Man kann doch nicht einfach so einen Blödsinn erzählen und dann und schon in dem Wissen, das funktioniert sowieso nicht. Wir haben alle gegrübelt, ist doch überhaupt keine Frage. Aber es wurde als technisch machbar und als sicherheitstechnisch genehmigungsfähig bezeichnet und außerdem als Übergangslösung. Gut, und dann nach der Debatte, die wir dann hatten, und wenn, ich meine, da sind ja nur etliche Fachebenen dazwischen, darf man auch nicht vergessen, dann stand ja, um es mal ganz direkt zu sagen, für den Aufsichtsrat nur noch eine Entscheidung an. Entweder
wir glauben euch gar nichts, und zwar keiner Ebene, und canceln das. Das heißt im Umkehrschluss, wenn man keinem mehr glaubt, mit dem man zusammenarbeitet, dann schmeißen wir euch auch alle raus, also von Planungsfirma, Controlling und so weiter. Oder man glaubt nach Debatte und sagt, dann kann es gehen, natürlich mit einem Gefühl, was nicht unbedingt Gutes ist. Und da sehe ich ein Bild noch vor mir, da geht Herr Schwarz und Herr Platzig, ich bin da mitgegangen, wir sind so vorne gegangen, und 2 Meter dahinter, völlig verzweifelt, ging Herr Körtgen. Da sah man schon, da ist doch irgendwas, was nicht stimmt. Da war ein Bruch, du gehst da und ich gehe davor, wissen Sie, das ist so wie in manchen Ländern, wo der eine viel mehr gilt als der andere und der Mann geht vorne und die Frau geht dann 3 Meter dahinter. So ein Gefühl hatte man, ja. Und der ging dann so im Schritt 2-3 Meter hinter uns und schaute nicht sehr glücklich aus. Das war dann auch so, Herr Körtgen war dann kurz danach nicht mehr der Geschäftsführer und war verantwortlich für diese ganze Baugeschichte. Da war ihm wohl gesagt worden an dem Tag, dass es nicht geht und er muss gehen. Ja, und dann begann das Potpourri der Terminverschiebungen. Und das zeigt eigentlich, dass man es technisch nicht in den Griff bekommen hat. Wir haben das hin und her abgewogen und sind dann zu der Entscheidung gekommen, den neuen Eröffnungstermin auf den 17. März des nächsten Jahres festzusetzen. Was die Kosten angeht, kann ich Ihnen heute keine Zahl oder keine Summe nennen. Das ist aber bisher keine einzige Schadensersatzforderung eingegangen. Wir haben in vielen Verträgen, das muss man auch ganz deutlich sagen, Vorkehrungen getroffen für den Fall, dass der Flughafen später in Betrieb geht. Also das heißt, wir haben Zeiträume definiert, bis zu dem Schadensersatzansprüche ausgeschlossen sind. Beispielsweise im Bereich der Retailer oder der Gastronomie ist das sogar ein Zeitraum von 18 Monaten. Also wenn der Flughafen mehr als 18 Monate verschoben wird, erst dann entstehen Regressansprüche für uns. Diese Menschen sind für den Untergang des Erfolgsprojektes, das sie sich selbst auf die Fahnen schrieben, verantwortlich. Wir haben den Ast abgesägt, auf dem sie saßen, was das Projekt angeht. Mein Name ist Martin Delius. Ich war 2006 noch Student der Physik an der Technischen Universität Berlin. Auch schon politisch aktiv, aber in der Nachfolge mit dem Projekt hauptsächlich über den Untersuchungsausschuss zum BER beschäftigt, der nach der geplatzten Eröffnung 2012 einberufen wurde.
muss ich ja mal überlegen, wie alt ich war, als der Spatenstich war. Das betrifft mein bewusstes Leben komplett. Ich habe keine Erinnerung an den Spatenstich. Es war für mich als dann schon Wahlberliner auch nicht relevant. Also ich habe von solchen Inszenierungen nie viel gehalten. Das war schon immer so. Ja? Und als ich das dann auch das Bild, erste Mal, dass ich dieses Bild wahrgenommen habe, war natürlich im Rahmen der Aufarbeitung des Skandals, im Rahmen des Untersuchungsausschusses und der Vorbereitung. Da kam das natürlich mehrfach vor. Und ich dachte mir, 6 mächtige weiße Männer in Anzügen. Ich nenne sie jetzt mal Spartanboy Group. Und das ist halt das, was es inszenieren soll. Das Bild von anpackendem, ich bin derjenige, der mit dem Spaten anfängt, ja? Ich gehe voran, sozusagen. Dass es ja einen großen Streit gegeben hat zwischen dem Architekturbüro und den Gesellschaftern bzw. der Flughafenleitung. Da bin ich nicht involviert gewesen. Ich weiß nicht, was die Hintergründe sind. Auf alle Fälle war die Entscheidung gefällt worden, dieses Büro nicht weiter mit der Umsetzung zu beauftragen. Der Flughafen Berr mit dem etwas merkwürdigen Namen, der physisch zumindest in seiner architektonischen Gestalt so gut wie fertig ist, an dem Herr Pap, den Sie vorhin hier ehrenvoll aufgenommen haben, mit mir zusammen gearbeitet hat, bis zu unserer Kündigung. Ich spreche nicht über die Umstände, über die Vorgeschichte. Dies alles wird Ihnen aber nicht vorenthalten bleiben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und heute ist nicht der Tag, an dem ich darüber reden kann. Das Büro Gerkan, das sind extrem gute Architekten. Wirklich gute Architekten, die Profis in allen Sachen. Sie haben nur zwei Malfunktionen. Sie kümmern sich nicht um Terminpläne und sie kümmern sich nicht ums Geld. Und beides geht eben bei öffentlichen getragenen Bauunternehmen eben nicht. Gerkan, Mark und Partner haben diesen Flughafen geplant und selbstverständlich war davon auszugehen, ein wunderbarer Flughafen Tegel, die Leipziger Messe, alles das ist ja aus der Feder dieses hervorragenden Büros geflossen. Ich hätte den nie rausgeschmissen. Ich hätte den da eingesperrt und bei Wasser und Brot und du machst das Ding jetzt fertig. Und wir zahlen überhaupt nichts mehr, bis du fertig bist. Also man hätte den würgen müssen, aber der war weg. Die waren weg. Die Objektüberwacher, Planer, Architekten sind als Schuldige erkannt worden. Die Untersuchungen haben ergeben, dass nichts davon gestimmt hat. Und auch Klaus Wowereit musste ein paar Jahre später vom Parlament zugeben, dass das nicht so eine gute Idee war, die rauszuschneiden. Aber es waren halt diejenigen, die man am ehesten loswerden konnte, ohne das System, wenn wir wieder von der Boygroup reden, zu gefährden. Na, das war ja eigentlich ein GAU. Wenn man die Planer, die sich damit beschäftigt haben, jetzt alle vor die Tür setzt, dann nehmen die natürlich die Pläne mit. Irgendwann kam mal die Meldung durch die Presse, die Pläne vom Flughafen BBI wurden am Bahnhof irgendwie in einem riesen Container gefunden. Ja, ist ja klar, der hat die Pläne mitgenommen und dann in den Container gehauen. Da ist viel Wissen verloren gegangen und da ist auch viel Papier verloren gegangen. Und viele Leute sind ausgestiegen, die eigentlich ein gutes Wissen hatten. Auch das ist ein Riesenrückschlag. Man kann ja nicht ein Haus planen mit jemand und plötzlich sagen so, du komm, kannst gehen, jetzt nehme ich mir einen anderen. Ja, dann fängt der bei Null an. So, und dann war ich wieder im Ruhestand. Sag mal, wurde ja auch älter. Und dann hat man versucht, einen neuen Vorsitzenden für die Flughafengesellschaft zu finden. Und das ist nicht so richtig gelungen. Und sowohl Wobereit als auch Platzek haben mir da schon,
ich will nicht sagen, dass es vaterländisch war, aber die haben gesagt, kommen Sie, wir finden jetzt im Augenblick keinen anderen. Wir können immer noch mal weiter gucken, ob es da was gibt. Aber sie haben dann schon intensiv versucht, da mit mir ins Geschäft zu kommen, dass ich das erstmal übernehme, dass sie da Ruhe reinkriegen. Das war natürlich eine Frage, man hatte da gar keine Zeit, sich das zu überlegen oder mal sachkundig zu machen oder so. Ich kann auch nicht zaubern, das muss man hier vielleicht auch mal sagen. Die Dinge haben ihr Regelwerk und das ist ziemlich kompliziert. Und innerhalb dieses Regelwerkes müssen wir die Dinge eben auch abarbeiten. Als Hartmut Bedern dann ausgewählt wurde, den Flughafen zu retten, was auch eine völlig, auch wieder so eine völlig intransparente Entscheidung war, weil uns hat sie alle komplett überrascht, die wir uns auch mit dem Thema beschäftigt haben, dass man jetzt diesen, dennoch den Ältesten in der Riege ranholt und der soll es jetzt richten. Da habe ich mich belustigt zurückerinnert, so, ach, das passt ja wieder, ja? Die Band back together. Und die Seilschaften funktionieren. Da war ein Jahr lang kein Chef auf dieser, in diesem Haus unterwegs und die Baustelle lag schick und da war wirklich, irgendwas musste da passieren. Den Bau wieder in Bewegung bekommen. Darum ging es ja in erster Linie. Ausschuss. Zwei. Zwei auf der Seite. Welche? Steht noch da. Okay. Ich glaube, brauche Ihnen nicht zu sagen, eine Großbaustelle, also da geht es auch nicht ohne Peitsche knallen. Ich sage das mal ganz leise. Und da hat immer einer die rote Laterne und das Schlusslicht damit. Und die müssen sie jagen. Und wenn sie das nicht rauskriegen, wenn ihnen das nicht einer irgendwo zusagt, zuträgt, na, dann können sie auch keinen in den Hintern treten, wenn sie es nicht wissen, welchen sie da eigentlich gerade mal jagen müssen. Wir haben da Sachen gefunden, die kann man gar nicht beschreiben. Da war die Elektro schon unter die Decke genagelt, die Kabel. Und dann kam derjenige, der die Sprinkleranlage verlegt hat, der hat die einfach drunter gebaut, weil drüber war dann die Elektro. Die Sprinkleranlage muss aber über den Elektrokabel sein. Das ist typisch. Da haben also Leute nicht miteinander koordiniert gearbeitet. Als ich kam und gesehen habe, was da lief oder nicht lief, dass da gar nichts lief, dass das ganze Know-how mit den Architekten und plötzlich weg war und die Leute nicht. Also das hat mich schon tief betroffen. Da habe ich mir schon überlegt, was hast du dir da bloß angetan? Das hätte ich so nicht gedacht. Herr Medon hat natürlich auch versucht, Dinge zu beschleunigen. Er hat ja dann so ein Schnellprogramm entwickelt und er hat den Bau erstmal aufräumen lassen, hat gefragt, wem gehören die ganzen Container. Da standen dann 2000 Container, für die bezahlt wurde, die gar nicht gebraucht wurden. Und er hat so ein bisschen Ordnung da reingebracht.
Aber letztendlich ist es ihm auch nicht gelungen. Ich bin ja zum BR gekommen, da war das ja eigentlich das Kind im Brunnen. Das war ganz unten. Und da war gar nichts. Wissen Sie, ich habe ein langes Berufsleben hinter mir und ich habe da viele kritische Situationen nacheinander immer wieder gehabt. Eigentlich mein ganzes Berufsleben immer wieder so ein bisschen auch als Krisenmanager unterwegs. Da geht es darum, eben das zu realisieren, was da die Zielsetzung eben war. Und wenn man das nicht schafft, welche Alternativen hat man dann und wie geht man damit um? Aber es ist ja nicht so, dass sie Trillerpfeife haben und dann ändert sich alles. Es gibt halt viele, viele Ursachen, die da, ich nenne das so wie ein großer Blumenstrauß, hat viele schöne Blumen. Und so hat dieser Flug auch viele Ursachen, weshalb das dann in der Kombination zu dieser für den BR schwierigen ständigen Verschiebung kam. Diese ständige Änderei, hier noch was und da noch was, und da gab es keinen Bauherrn, der gesagt hat, es kommt nicht in Frage. Nein, wir machen den Flughafen fertig. Hier wird nichts geändert. Da wurde es, müssen Sie sich vorstellen, weil der Flughafen zu klein war, wurde plötzlich eine Etage dazwischen gelegt. Da wurde eine ganze Etage dazwischen gebaut. Sie müssen sich vorstellen, dass so ein Flughafen natürlich mit seinen ganzen Toiletten, Restaurants einen Wasserhaushalt hat. So was ist relativ genau berechnet. Das ist also ein Wasserrohr, was da Wasser einspeist und andere die Wasser. Plötzlich kommt da eine ganze Etage dazu und plötzlich gibt es da 60 neue Toiletten mit neuen zusätzlichen Wasserbedarf und so weiter. Aber das Rohr bleibt das Gleiche. Und das Gleiche ist mit den Kabeln. Die Hauptkabel wurden immer dicker. Hat von Anfang an zu klein geplant. Das ist die eigentliche Krux. Man hat mit weniger Passagieraufkommen gerechnet, als jetzt am Ende benötigt werden. Und wenn man dann eine Planung anpasst, dann ist das schwierig, wenn man quasi das Terminalgebäude in der Mitte durchsägt und da noch einen Mittelbau hineinsetzt, damit man eine größere Anzahl von Passagieren unterbringt, dann führt das zu Schwierigkeiten. Man kann nicht einfach Stickum aus einem Einfamilienhaus ein Dreifamilienhaus machen und erwarten, dass es alles zum gleichen Termin und den gleichen Kosten geht. Das war der Versuch, der da passiert ist. Das Resultat, das kennen wir alle. Ich finde es an sich schon legitim, dass man dann, da war das Projekt ja schon wie viele Jahre alt, ja, im Vergleich zur Planfeststellung, dass man sich dann eben nochmal Gedanken macht, naja, ist vielleicht die Technik jetzt eine andere, gibt es größere Flugzeuge und so, alles an sich nicht verkehrt. Wenn man das aber macht zu einem Zeitpunkt, wo der Rohbau fast schon steht oder eigentlich schon steht, also Eingriffe diskutiert in bestehende
bestehende Strukturen eines Neubaus, bevor der Neubau fertig ist, dann muss man sich über die Konsequenzen im Klaren sein. Nicht, wenn man sagt, so, wir machen mal hier schnell eine Fahrgastbrücke für einen A380 ran oder macht man noch eine auf der anderen Seite für die Lufthansa. Was das für Veränderungen bedeutet. Da kommen jetzt plötzlich 500 oder 600 Passagiere raus. Da brauche ich dahinter ganz andere Räume. Da brauche ich viel mehr Sitze. Und alles verändert sich mit dieser Fahrgastbrücke. Das ist zwar nur eine Brücke, die doppelstöckig ist, im Gegensatz zu den anderen. Aber letztendlich ist alles, was dahinter spielt, anders zu denken. Weil das ist ja eine dreifache Zahl von Passagieren, die da plötzlich aussteigt. Und das sind Dinge, die auch nicht ordentlich bedacht und geplant wurden. Es war dort niemand als Regulativ da für ihn, der ihm gesagt hat, du lieber Klaus, pass mal auf, mein Freund, so geht das nicht. Und wenn du so eine Entscheidung triffst, das kostet so und so viel und bedeutet so und so viel Zeitverzug. Wissen Sie, auch das ist so eine Änderung, die hätte man hinterher machen können, wenn der A380 wirklich nach Berlin kommt. Ich sage Ihnen, der A380 wäre nie nach Berlin gekommen, weil so viel Passagiere fliegen da gar nicht nach Berlin. Nun muss man aber auch sagen, es gab ja auch ständig neue Vorschriften. Das kommt ja dazu. Auch das ist eine Sache, über die muss man hier mal ehrlich sprechen. In den vielen Jahren der Nichteröffnung sind ja Sicherheitsbestimmungen, wenn ich an diese Vollkörperscanner denke oder ähnliche Sachen, das sind ja Dinge, die es vorher gar nicht gab. Oder neue Sicherungsanforderungen bei der Abfertigung und alle diese Sachen. Das sind Dinge, die immer wieder neu verändert werden müssen. Ich habe gesehen, dass auf dem Flughafen, als wir vorige Woche da waren, sind jetzt alle Computer erneuert worden. Die Bildschirme sind neu. Ja, das ist ja klar. 10 Jahre alte Bildschirme oder 10 Jahre alte Computer funktionieren ja nicht mehr. Das, was gemacht werden musste, das haben wir gemacht. Wir haben ganze Passagen entkernen müssen, also die ganzen Kabel rausnehmen müssen, dann Klima, die Sprinkleranlage, also das quasi systematisch aufbauen. Das ist gemacht worden, das ist länger gedauert. Letzten Freitag noch konnte Hartmut Medorn einen Erfolg verbuchen und dem Aufsichtsrat endlich eine Art Eröffnungstermin verkünden. In der zweiten Hälfte 2017 soll der Flughafen in Betrieb gehen. Man läuft ja nicht mit dem Schuldgefühl rum. Aber wenn man dann ein halbes Jahr da ist, dann glauben alle Leute um einen rum, man hätte dieses Desaster verursacht. Auch die, die vorher schon dabei waren. Die Einzigen, die von Anfang an immer dabei waren, waren ja die meisten Aufsichtsräte. Aber die haben kein Schuldgefühl. Kann ich nicht verstehen. Es ist nicht deren Verantwortung. Der Aufsichtsrat ist nicht operativ. Der Aufsichtsrat kann kein Geschäft führen. Geht nicht, auch wenn er es probiert. Die letzten beiden, das waren Herr Medorn und ich, die aus der großen Gruppe da übrig waren. Und wir hatten uns eigentlich vorgenommen, gemeinsam diesen Flughafen an den Start zu bringen. Das ist nun leider auch nicht wahr geworden. Und nun muss man sehen, wem es gelingt, diesen BER wirklich zur Eröffnung zu bringen. Irgendwann wird es auch irgendwie gut. Aber es ist schon kein gutes Zeichen, dass Deutschland solche großen Projekte nicht pünktlich und nicht im Kostenrahmen stemmen kann. Da wird immer geredet, dass der Flughafen das Image der Deutschen beschädigt hat. Also so wichtig sollten sich die Deutschen auch nicht nehmen. Auch andere Leute können gute Flughäfen bauen. Da braucht es nicht nur Deutsche. Deutsche können es auch, aber andere können es eben auch. Was einem traurig stimmen könnte, ist, dass vielleicht nicht genug daran gearbeitet wird. Lesson learned. Passen wir auf. Wie geht es bei zukünftigen Großprojekten? Wir waren in Namibia gewesen, auch die Geschichte möchte ich mal erzählen. Wir waren in Namibia gewesen und da kam natürlich die Frage, wo kommen Sie denn her?
Und was sind Sie? Ne? Ich bin Bürgermeister in Schönefeld. In dem Schönefeld? In dem Schönefeld? Ja, die Lacher. So, und da sagt einer dann, wissen Sie, das macht Sie sympathisch. Warum? Das zeigt, dass die Deutschen, genau wie wir, auch Fehler machen, nicht nur die Oberlehrer aller Nationen sind und alles nur perfekt über die Runden bringen. Und deshalb finden wir das auch mal gut, wenn bei Ihnen eine Sache nicht so läuft, sondern eher so wie bei uns. Das sind so Sachen, die immer noch in vielen Köpfen drin sind. Made in Germany ist ein Qualitätsausspruch. Es gibt auch viele Firmen aus dem Ausland, nicht nur aus China, die sich bei uns ansiedeln, denen es hauptsächlich um dieses Made in Germany geht. Weil das ist eben ein Merkmal für Qualität und für gute Arbeit. Und wir beweisen nun seit Jahren, dass es auch anders geht. Und das ist ein bisschen traurig. Ich kann nur raten, dass man die Geschichte des Berliner Flughafens nochmal aufgearbeitet wird, weil es wichtig ist für kommende Großprojekte, dass man die Stellschrauben erkennt oder die falschen Weichenstellungen und daraus Erfahrungen zieht für nächste Projekte, die wir uns vielleicht vornehmen. Ja, das ist quasi unser Aktenraum der Fraktion. Wir sehen hier oben, das sind die mit den grünen Rücken, die öffentlichen Akten des Untersuchungsausschusses und normalerweise verschlossen hinter den Türen auch die vertraulichen Akten. Das erkennt man an dem roten Sticker, der hinten drauf ist. Inzwischen kommen täglich mehrere Aktenkisten, Aktenordner, also solche Kisten, die wir vom Untersuchungsausschuss bekommen. Und wir rechnen damit, dass wir nochmal ein neues Regal anschaffen müssen irgendwann. Es gab verschiedene Gelegenheiten, wo der Aufsichtsrat ganz klar Anzeichen hatte und hätte, also insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzende, damals Klaus Wowereit, Ende 2011, Anfang 2012, kurz vor dem für alle ja absolut überraschenden geplatzten Eröffnungstermin, hatte genügend Gelegenheiten, auch selbstständig tätig zu werden, Nachforschungen anzustellen. Klaus Wowereit war schon aufgrund seiner exponierten Stellung als langjähriger regierender Bürgermeister, aber auch als jemand, der das Projekt ja für sich entdeckt hatte und es genutzt hat, wie gesagt, zum Wahlkampf und so weiter, angreifbar. Aber er hat es sehr gut verstanden, diese Angriffe abzuwehren und hat, muss man ehrlich sagen, mir und auch den Kolleginnen und Kollegen keine Angriffsfläche geboten und war extrem gut vorbereitet. Also ich glaube, zu erwarten, dass sowas an jemanden vorbeigeht, ist irrig. Und auch jemand, der durchaus sehr, sehr gute Nerven hat, ein gutes Nervenkostüm wie Klaus Wowereit, natürlich erreicht ihn das und trifft ihn mitten rein. Und dass man da verschiedene Gedanken sich macht, die einen selber betreffen und sagt, geht das eigentlich noch, kann ich das noch, will ich das noch? Halte ich für nachvollziehbar. Matthias Platzig hat ja nun in mehreren Interviews auch zu der Zeit und Veröffentlichungen gesagt, dass ihn das alles wahnsinnig mitnimmt, ja, dieses gescheiterte Projekt. Aber was ihn mitgenommen hat, ist, dass der Skandal da war und dass diese ganze Scharade aufgeflogen ist. Wir hatten ihn im Untersuchungsausschuss auch gar nicht, da war er krank. Er hat halt einfach dann seine politische Karriere an der Stelle beendet. Das wird ihm nicht hängen bleiben, das Projekt BER. Wird niemand sagen, oh, der Platzig, der hat doch damals den BER versaut. Das wird keiner sagen in Brandenburg. In Brandenburg werden sie sagen, oh, der hat auf dem Deich gestanden, als die Flut war. Und dann war dann der Flughafen, der hat dann, haben sie ja mitgekriegt, da weitergemacht. Die haben sich dann von Herrn Schwarz getrennt. Rainer Schwarz auf der anderen Seite ist im Wesentlichen von der ersten Sekunde an völlig in sich zusammengebrochen. Und hat geschrien und gebrüllt und gewehklagt wie ein kleines Kind. Rainer Schwarz war in der Position als Chef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, die von drei Gesellschaftern Berlin-Brandenburg und dem Bund abhängig war. Kann man auch nicht sagen, dass er eine unpolitische Aufgabe hatte. Er war, wo er war, weil er nicht gelernt hatte, mit solchen Situationen umzugehen. Weil man als Geschäftsführer einer öffentlichen Gesellschaft immer noch sehr bequem ist, man halt relativ selten vor irgendwelchen Untersuchungsausschüssen aussagen muss. Und da hat dann auch Rainer Schwarz nicht überrascht, der sich halt geweigert hat, eine Aussage zu treffen, bis ich ihn
damit gedroht habe, dass der Ausschuss auch eine Zwangshaft beschließen kann. Der hat ja hinterher noch eine Abfindung gekriegt von über 1 Million. Also den hat es ja nur überhaupt nicht hart getroffen. Man muss sich mal vorstellen, man setzt so ein Riesenprojekt auf Sand und dann kriegt man noch eine wundervolle Abfindung hinterher. Also das hat viele auch sehr geärgert. Ich meine, es stand ihm vertraglich zu, aber da fehlte das Verständnis im Volke. Das kann ich Ihnen ehrlich sagen. Auf der anderen Seite hatte die Geschäftsführung unter Schwarz und Körtgen eine Struktur und ein Arbeitsklima geschaffen, wo Probleme nicht nach oben durchgereicht wurden, bis hin dazu, dass die vermeintlich unabhängigen externen Steuerer, die ja diese Ampelberichte, die berühmten, und auch die Projektfortschrittsberichte und so weiter für die Geschäftsführung an den Aufsichtsrat angefertigt haben, konnten wir auch nachweisen, mit Weisung aus der Geschäftsführung ohne Begründung aufgefordert worden sind, kritische Passagen zu streichen in ihren Berichten an den Aufsichtsrat. Was die Geschäftsführung gemacht hat, ist, das komplett so auszublenden, zu ignorieren, bis hin dazu, dass Menschen, die das angebracht haben auf höchster Ebene in der Geschäftsführung, zur Persona non grata erklärt worden sind. Im Übrigen die einzige Frau, die während des Gesamtprojektes bis zumindest 2012 eine tragende Rolle gespielt hat. Nach 20 Monaten im Amt hat Medorn heute seinen Rücktritt verkündet. Ein Nachfolger wird jetzt mal wieder verzweifelt gesucht. Das ist er, der neue Flughafenchef. Carsten Mühlenfeld, der frühere Rolls-Royce-Manager. Seit heute hat die Baustelle Chef Nummer 4. Berlins Staatssekretär und Flughafenkoordinator Engelbert Lüttke-Daldrup. Ich kenne Engelbert Lüttke-Daldrup sehr, sehr lange. Ein vorsichtiger Mann, sehr durchsetzungsstarker, kenntnisreicher Mann. Und ich gehe einfach davon aus, aber das ist mehr große Hoffnung und Zuversicht, dass wenn ein solcher Termin genannt wird, der ja bestens organisiert sein muss, dass er dann auch hält und trägt. So eine Art Lebensziel für mich. Ich wollte immer als amtierender Bürgermeister dieser Gemeinde dabei sein, wenn das Band zur Eröffnung für den Flughafen durchschnitten wird. Das habe ich mittlerweile jetzt schon erstmal ad acta gelegt und habe gesagt, unabhängig davon muss ich entscheiden, ob ich nochmal weitermachen will oder nicht. Aber da ich jetzt mittlerweile 67 Jahre alt bin, vielleicht sollte man in dem Alter auch mal überlegen, vielleicht jüngeren Platz zu machen. Und da man eine ganze Reihe von Terminen schon avisiert hatte für die Eröffnung des neuen Großflughafens und immer wieder enttäuscht wurde, wollte ich mir jetzt die nächste Enttäuschung ersparen. Oh, man hat eine tolle Sicht hier. Das ist wirklich wieder der Punkt, wo man das Baugeschehen am besten. Ja, hier. Mein Vater hat immer gesagt, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt. Und ich habe einen Nachfolger, der jetzt hier bereit ist, die Sache fortzuführen. Das ist doch gut. Ist natürlich eine besondere Aufgabe, Bürgermeister einer derartigen Gemeinde zu sein, die solche Entwicklung nimmt. Das ist also schon eine echte Herausforderung. In Schönefeld wird in spätestens 10 bis 15 Jahren hier 40.000 bis 45.000 Einwohner haben. Davon müssen wir ausgehen. Und da sieht man schon den Quantensprung. Die Zahl der Arbeitsplätze wird bedeutend steigen. Wir werden 70.000 Arbeitsplätze haben. Und wir haben hier noch Riesenflächen, die hier bebaut werden müssen. Wir planen zum Beispiel, ein Hochhaus jetzt umzusetzen mit 110 Metern Höhe. Dazu kommt ein riesen Bürokomplex und vieles mehr. Wir haben ja Firmen wie Daxa, die hier gebaut haben, Unitax. Wir haben Hotelprojekte. Bonava hat hier ein paar tausend Wohnungen gebaut. Das heißt, die haben den Blick auf Berlin, auf den Flughafen mit seinen vielen internationalen Verbindungen und auf den Speckgürtel. Und da will man hin. Das ist der letzte Tag. Und als der Herr Henschel nimmt mich dann ab und zu mal mit hoch hier, wenn ich wieder zu Besuch bin und mal wieder gucken will, wenn hier alles zugebaut ist.
Das ist ja schon spannend. Man möchte das ja mal sehen, wie das so in ein oder zwei Jahren aussieht. Ja, gut. Ich hatte natürlich vorher auch schon Spatenstiche gehabt, das ist ja völlig klar. Wenn wir jetzt einen Radweg gebaut haben, eine Schule, einen Kindergarten, eine Feuerwehr, da kriegte der Bürgermeister dann immer, wenn der Spatenstich stattgefunden hat, hinterher den Spaten überreicht zur Erinnerung. Das waren dann irgendwann so viele hier bei mir zu Hause, die konnte ich gar nicht mehr alle händeln und habe dann angefangen, die bei uns auf dem Bauhof schön an die Wand zu machen zur Erinnerung an diejenigen, die mal irgendwann später wissen wollen, ja, wann war denn welcher Spatenstich, und dann kann man das mal da an so einer Wand zeigen. Ja, das sind so die wichtigen Dinge. Reine Geschichte, übergebe ich gern. Vielen Dank. Fertig ist immer noch nicht, ne? Das ist alles noch Baustelle. Oben ist alles noch nicht fertig. Also die haben noch zu tun, ganz offensichtlich. Aber entscheidend ist, dass man jetzt hier hochkommt und auch hinten in die Rolltreppe. Das ist ja auch jetzt so in Ordnung gebracht worden, dass man da auch hochfahren kann. Mit so fehlenden Stufen, sicherlich hätte man das eröffnen können. Aber dann wären die Leute nicht hier mit der Rolltreppe hoch bis ganz hoch gefahren, sondern hätten noch ein paar Stufen gehabt, ohne dass das richtig funktioniert hätte. Naja, das ist nur ein ganz kleiner Meilenstein auf dieser negativen Entwicklung. Das müssen wir auch ganz klar und deutlich sagen. Es war eine fehlende Abstimmung zwischen im Prinzip Flughafen und Bahn. Die einen haben die Planung gemacht für den Bahnhof und die anderen für den Flughafen. Und da war eine Differenz irgendwo. Und man hätte schon während der Bauphase eigentlich sehen müssen, halt, stopp, hier kann es so nicht stimmen. Aber jetzt konnte man sich nicht einigen, ist der Flughafen verantwortlich oder die Bahn? Dann ging das immer hin und her. Und irgendwann hat man dann zusammengesessen und hat dann gemeinsam dieses Problem gelöst. Aber das hat sehr lange gedauert. Da sind einige Jahre ins Land gegangen. Nicht einer hat immer auf den anderen gezeigt und gewartet. Und wer hat Schuld? Das ist ja immer hier bei uns in Deutschland so eine beliebte Frage. Wer ist der Schuldige? Wenn der Schuldige gefunden ist, dann sind wir alle zufrieden. Hauptsache, ich bin's nicht. Ich bin neu hier im Parlament. Ich bin 2012 erst gewählt worden. In all den Jahren davor, wo ihr hättet hingucken können, wo die Öffentlichkeit sich hätte informieren können, wo es genügend Anlässe gab, wie wir jetzt schriftlich wissen durch den Untersuchungsausschussbericht, genügend Anlässe gab, genau hinzuschauen, habt ihr alle nicht hingeschaut. Und jetzt wollt ihr, dass in den Kopf rollt. Die Wahrheit ist doch, dass wir, wenn wir da nicht hinschauen, dann machen wir uns mitschuldig, dass solche Systeme entstehen, sie stützen und das gegenseitige Versagen decken. Thank you.
klar, man muss sich jetzt an den Gedanken gewöhnen, dass es hier wirklich losgeht. Aber wenn alles so läuft wie geplant, dann wird dieser Flughafen am 31.10. diesen Jahres eröffnet. Aber man kann es nie wissen vorher. Lassen Sie mal jetzt ein Unglück passieren oder bricht ein Brand aus, dann ist der halbe Flughafen abgebrannt. Oder da kommt jetzt irgendein Attentäter oder weiß der Geier, was alles passieren kann. Das kann ja niemand von uns vorhersagen. Dinge sind unvorhergesehen oder es gibt ein Unwetter oder es gibt ein Erdbeben oder wisst ja heute nicht, was alles passieren kann. Oder es stürzt ein Flugzeug hier rein oder kommt einer, der bringt sich um, wie bei den Twin Towers oder so. Das sind ja alles Dinge, die niemand vorhersagen kann. Jetzt bin ich öfter mal da. Mal samstags oder am Wochenende durch die Baustelle geschlichen. Ich kenne die ja noch wie meine Hosentasche. Ja, du, alles angeguckt. Ja. Man macht alles schrittweise einen fertigen Eindruck. So gut. Ich kenne noch Leute, die da noch tätig sind, ehemalige Kollegen, Mitarbeiter und da gehe ich da mal durch. Illegal. Es wird in Deutschland kein neuer Flughafen mehr gebaut. Nie mehr. Nirgendwo. Es ist Feierabend. Deutschland ist dicht. Voll. Hallo 6, 7 3 4 Echo Delta Uniform Fox.